Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und normalerweise heißt es ja Raid am Mittwoch und heute ist Mittwoch, alle warten schon drauf, aber dieses Mal wird es wieder Raid am Mittwoch am Donnerstag heißen, denn es ist was ganz Besonderes wieder angekündigt worden und das wollen wir uns jetzt kurz anschauen, deshalb verschiebt sich die Folge Raid am Mittwoch auf den Donnerstag. Eine neue begrenzte Forschung steht in den Startlöchern und das ist schon in ein paar Tagen, heute also Mittwoch, am Samstag ist es schon soweit, also ihr seht, das geht wirklich ruckzuck, wenn das Valentins-Event ist, kommt schon das nächste Special zu Pokémon Go. Mir ist auch aufgefallen, als ich mich heute angemeldet habe, dass schon ein neuer Startbildschirm da ist. Auf dem anderen Handy habe ich das noch nicht, hier habe ich das, entweder hat sich das über Nacht ein Update gezogen, keine Ahnung. Auf jeden Fall jetzt der neue Startbildschirm. Auch weil ja dieses Snapshot eingeführt wird, Snapshot Go, keine Ahnung, wie auch immer, wo ihr jetzt einfach Bilder machen könnt mit euren Pokémon, die im Beutel da rumeiern. Und ihr seht hier natürlich auch Farbigel auf dem Bild oder auch Pandimus, hinten sieht man Luxio oder wie das Ding heißt und die Weiterentwicklung da vom Bidoof. Ah, ihr könnt es euch ja selber angucken, dann wisst ihr Bescheid, denn der Hauptaugenmerk liegt natürlich auf der begrenzten Forschung mit Perlu. Und Perlu ist auch ein Pokémon aus der dritten Generation, was jetzt den Weg ins Spiel findet. Und begrenzte Forschung kennen wir natürlich alle noch vom Barschwartag, den ich ja richtig kacke fand, habe ich ja auch gesagt. Da gönne ich mir die normalen Sea Days natürlich oder eben auch diese Raid-Tage, aber begrenzte Forschung, als es das erste Mal jetzt da war, fand ich nicht so krass. Jetzt wird Perlu darüber eingeführt. Das Gute ist, es wird hoffentlich nicht mit als Shiny eingeführt und ihr könnt also rum und könnt ein paar Stops drehen und habt eigentlich nach den ersten 2-3 Aufgaben, habt ihr da euer Perlu und könnt eigentlich wieder nach Hause gehen, euch einen Lenz machen. Ihr müsst also nicht 3 Stunden durchsuchten und hoffen unbedingt, dass ihr eins bekommt, weil das gibt es ja dann aus jeder Aufgabe als Pokémon Encounter. Beim Barschwar war das anders, da gab es überall Barschwar, aber man wollte ja ein Shiny bekommen und da war die Shiny-Rate sehr niedrig und jetzt habt ihr also Perlu da, was natürlich auch eine Entwicklung hat. 50 Bonbons braucht man da also, um das zu entwickeln und da will man wieder ein männliches, ein weibliches, dann will man die Entwicklungen davon haben. Entwicklung ist zufallsbasierend, also ihr könnt das nicht beeinflussen. Aber das ist nicht alles, denn es wird auch vermehrt wilde Wasser-Pokémon geben, wie Krabby und Weimer. Die sind besonders hervorgehoben und ihr wisst, Krabby gibt's als Shiny, Weimer gibt's als Shiny. Wer da noch keins hat, hat vielleicht Glück, kann in der Zeit was fangen. 3 Stunden geht das Ganze nämlich wieder am Samstag, diesen Samstag, also am 23. Februar von 11 bis 14 Uhr. Normale Community Day Zeiten oder eben auch wie bei der letzten begrenzten Forschung. Und ihr erhaltet auch die doppelte Menge an Sternstaub für das Fangen von Wasser-Pokémon. Boah, was steht sonst noch da? Professor Wille möchte begrenzte Forschung. Wille? Professor Wille? Professor Willow möchte begrenzte Forschung zum Wasser-Pokémon Perlu betreiben. Drehe die Fotoscheibe der Pokestops in deiner Nähe, um Feldforschungsaufgaben zu erhalten, die zu einer Begegnung mit diesem hartschaligen Muschel-Pokémon führen. Dann habt ihr natürlich nochmal die Details, zweifache Menge Sternstaub für das Fangen von Wasser-Pokémon, wilde Wasser-Pokémon erscheinen häufiger während des Events, erhalte begrenzte Forschungsaufgaben durch das Drehen der Fotoscheiben, schließe die begrenzte Forschung ab, um Perlu zu begegnen. Eigentlich jetzt nicht so krass, nicht so besonders. Ihr müsst natürlich etliche Forschungen abschließen, damit ihr auch ordentlich Bonbons horten könnt. Denn wenn das 50 braucht für die Entwicklung und ihr wollt beide Entwicklungen haben, braucht ihr ja schon mindestens 100 Bonbons. Aber kann ja sein, ihr kriegt zweimal die eine Entwicklung und habt die andere noch nicht. Dann müsst ihr da 4, 5, 6 Stück entwickeln. Also das wohl eher gedacht, um Bonbons zu farmen. Denn eigentlich ist das nur ein Pokédex-Eintrag und das war's. Also man hat nicht so viel Stress wie beim Barschwartag, hoffe ich mal, glaube ich mal. Da ging ja wirklich alles drunter und drüber und ja, ich sehe das Ganze entspannt. Wir lassen es einfach mal auf uns zukommen. Sieht auf jeden Fall lustig aus, Perlu, wie es da einfach in der Muschel liegt und schläft, beziehungsweise die Augen zu hat und ist ganz niedlich. Die Entwicklungen sehen leider übelst hässlich aus, aber ja,
will man ja haben für den Pokédex, da holt man sich ja alles. Und ja, wie findet ihr Perlu? Freut ihr euch denn auf die begrenzte Forschung oder sagt ihr nicht schon wieder sowas? Das war beim letzten Mal schon ein Reinfall, da gab es nur Beschwerden. Mal sehen, vielleicht haben sie draus gelernt, vielleicht ist jetzt einiges anders, aber es ging ja eigentlich auch nur um die Shiny-Rate beim letzten Mal, wo sich die Leute beschwert haben und nicht generell über das Event. Wie die Aufgaben lauten, weiß man auch noch nicht. Vielleicht gibt es da jetzt bessere Aufgaben, also die man schneller erfüllen kann oder mehr variieren. Und ja, würde ich sagen, lassen wir alles auf uns zukommen. Am Samstag ist es also soweit. Auf jeden Fall diesmal nicht so viel Stress. Füße hoch, chillen, können auch von zu Hause aus machen. Kein Problem. Ein Stop drehen, eine Aufgabe mitnehmen und das war's. Hauptsache Pokédex, weil... aber süß. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses.